Hey ho Freunde des Gaming und willkommen zurück zu einem Let's Play Minecraft Nummer 16. Und zwar in der letzten Folge habe ich halt mit dieser extrem hohe Zahl mit weiß nicht wie viel Null in den Raum geworfen. Dabei habe ich dann mal geguckt und habe wieder ein paar andere Zahlen zum Beispiel mal gefunden. Und zwar unter anderem Google. Ja, das ist eine so hohe Zahl. Quasi, wie sagt man das denn? Sagen wir mal, ich habe noch ein paar andere Beispiele an Leute. Ihr müsst euch vorstellen, Zahlenbereiche von einer Milliarde oder so, das ist ein Minimum. Ich habe schon eine Zahl gefunden, Dezimilliard. Warte mal. Dezimilliard. Tillion. Alles klar. Heute schon so komplex an, wie sie ist. Ohne ich krieg die Zahl nicht mehr ausgesprochen, so hoch sind sie. Sagen wir mal so, die hat eine Null, so wie es aussieht. Die hat insgesamt 6 und also ist quasi, so wie es aussieht, 66.000 Nullen. Zieht euch mal eine Zahl rein mit 66.000 Nullen hinten dran. Dann haben wir eine hier noch, die ergibt mit der Zahl, mit der zweithöchsten Zahl hier, und zwar der. Also mit der Googleplex oder ein Googleplex, da steht nur, als ein Google und ein Google sind Leute, ich guck mal kurz nach. Ein Google sind Google, wo haben wir es? Google. Ein Google sind eine 1 mit 100 Nullen. Erwartet man nicht, dass es eine 1 mit 100 Nullen ist. Das Ganze dann mal. Sag ich, dass dann die ganze Zeit mal das ist. Karl steigt dann nicht durch, aber es sind auf jeden Fall über. Es sind auf jeden Fall schätzungsweise über 70.000 Nullen. Und das ist das, was dann das Krasse ist. Dann habe ich hier sogar eine Fantastilliarde. Das ist die Summe, mit der das ganze Reichtum von den guten Dagobert Duck beschrieben wird. Und zwar ist das eine. Man weiß nicht, wie hoch diese Zahl ist von den Nullen, aber man schätzt, dass das alleine eine. Zahl mit. Keine Ahnung. 200.000 Nullen, wenn nicht mehr. Einfach sind mehr, wir wissen, es sind auf jeden Fall mehr als 100, um die mehr als 100.000. Wir sind definitiv mehr als 100.000 Nullen. Und ja, deswegen, wenn man sich mal die Zahlen reinzieht, ich kann in der Videobeschreibung keine von diesen Zahlen hinpacken, weil das nicht vom Platz ausreicht, Leute. Das ist das Problem. Also bin in diese Zahl wirklich. Ich habe keine von diesen Zahlen, die man je sehen kann. Weil nach einer Zeit gehen wirklich ein die Plätze aus. Der kackt dann alles ab. Ich habe wirklich mal geguckt, dann dachte ich mir so, kann ja nicht so extrem sein. Zahlen. Das kommt dann noch eine Billion, eine Billiarde. Dann Quadratillion, glaube ich. Dann kommt da irgendwas wie Dezillion, Zeptillion, Septillion, Dezillion. Dann kommen dann einfach solche enorm extremen Zahlen. So Leute, ich mache wieder auf Vollbett. Was? Ui. Ah, jetzt geht's wieder. So. Wo haben wir?
Wann wollten wir denn noch? Ich finde die ganzen. Ich finde das Eis nicht mehr. Irgendwo machen wir wieder ein bisschen was. Da sieht selbst, dass mit denen gar nicht gerechnet wird. Es gibt Zahlen, quasi, die niemals vorkommen. Und ihr müsst euch das mal reinziehen. Ich will euch die Seite unten verlinken. Ich habe schon in der letzten Folge eine Zahl gebracht. Das ist schon eine ziemlich hohe, so eine, die wir normalerweise im Fach, normalerweise im normalen Fachbereich, glaube ich, nicht vorkommen dürfte. Aber überleg mal. Eine Zahl mit glatten Schätzungsweise. Also die Schätzung ist von mir aufgestellt mit den 100.000 Nullen. Der Fantastiliade. Dass diese Zahlen überhaupt nirgendwo. Ich habe wirklich ein Spiel gefunden, mal. Ich habe auch so ein komisches Klickspiel gehabt. Einfach nur Klick Spam, 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 Spam auf dem Handy. Habe ich mal mit einem Kumpel quasi. Das oder. Mit einem Kumpel mal gezockt und die ganze Zeit geklickt, 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 klick, klick. Und dann hinterher kam da auch sowas wie Septillion, Octillion, Novillion, Novilliarde. Und dann denke ich mir so, boah, was sind das für Nummern? Und ja, müsst ihr das einfach mal reinziehen, überlegt euch das mal. Man hat dann keine Ahnung mehr, wie viele Nullen oder wie viele Zahlen nach dem Dings das sind. Nach einer Zeit steht da nicht mehr eine Nullenangabe. Weil bei dem zweiten Zahlenstand so sowas wie Google. Quasi, da hast du die Zeit Google. Und dann überlegt euch das mal. Die Zahl Google ist mit 100, da ich mit 100 Nullen angebe. Ich steige sowieso nicht durch. Ich glaube 100 Nullen. Es wird ja immer 0 dran gehängt. Selbst wenn das der Fall ist und wir gehen von der Septilliarde aus. Das würde sich ja immer vermehren. Wenn ich da mal kurz nachgucken würde. Hätten wir hier. Das sind 60.000. 66.000 geht es immer um 6 hoch. Dann wären das 72.000, 78.000, 84.000. Dann wären das da, wenn es wirklich immer um 6 hoch gehen würde hinterher. Um 6.000. Ja, hätten wir da. Aber überlegt, wir hätten schon eine extrem hohe Zahl. Das rede ich mal über Zahlen, die überhaupt keiner von euch überhaupt jemals in den Mund nehmen würde für normale Mathearbeit. Hey, gute Idee, wenn ich eine Hauswirtschaftsausbildung gehe. So. Muss ich mal irgendwo mal aufschreiben. Guten Tag, Herr Schwein. Ja, aber. Nice. Das ist eine Zahl, Leute, die keiner. Alles überhaupt jemals in der Schule nutzen würde. Keine Ahnung. Weiß ich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas von der Oktillion, Septillion, Dezillion, Quintilliarde, Quantilliarde. Aber Quantilliarde habe ich schon mal gehört.